Ja, rap, meine lieben Freunde. Es ist wieder mal soweit. Unboxing Time. Und zwar? Nico Robin. Ich habe ein bisschen Angst. Bolivar. Das hast du ein Crocodile eigentlich gesagt, ne? Ja, passt schon. Weil es ist von Die Deutsche. Mhm. Und da haben wir ja schon echt scheiß Fotos gesehen, ne? Oh ja. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie die 1:6 Variante aussieht. Genau, weil ein Freund von uns, der hat es in 1:3. Und die sieht scheiße aus. Muss man ehrlich sagen. Also wir reden jetzt nur vom Gesicht. Ja. So wäre sie schon ganz cool, aber... Und kaputt war sie auch noch. Und ich hoffe, dass da jetzt alles gut geht bei unserem Kolle. Ich bin so aufgeregt. Wir werden das schon durchziehen, oder? Ziehen wir das gemeinsam durch? Natürlich, ziehen wir es durch. Los geht's! Los geht's! So, Musiker. Bist du heute wieder ein bisschen japanisch angehaucht, oder was? Jo, das kommt immer so phasenweise. Durch, dass ich eine multiple Persönlichkeit habe. Ich will es gar nicht auspacken. Robin Schätzchen! Juhu! Was geht denn hier ab, ey? Honka, honka! Es ist immer lustig, je später die Videos, umso dummer werden sie. Es ist herrlich. Ja, man muss dazu sagen, wir drehen heute schon wieder das vierte Video. Daher vielleicht auch der geistige Verfall langsam. Was? Okay. Na gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an, ne? Einen wunderschönen guten Tag. Und eine gute Nacht. So, wir haben das Ganze... Schmackofatz! Wir haben die gute Dame zusammengebaut. Oder die schlechte. In dem Fall die schlechte. und ist ein bisschen eine Katastrophe, ja. Wo fangen wir an? Basics. Base ist okay. Der Körper an sich ist auch jetzt nicht übel. Aber dann fängt das Ganze an. Die Kleidung ist aus Gummi, Silikon. Ist beim Oberteil noch recht okay, obwohl ist ein Ausschnitt, dass du fast ihre Nippeln siehst. Finde ich absolut nicht cool. Der Rock, der ist mir gleich beim Anziehen mal gerissen, weil den kannst du an- und ausziehen. Ja, ja, du musst ihn auch einmal anziehen, weil du genau, du musst ihn einmal anziehen. Sie hat eigentlich ein Unterhöschen an, irgend so ein weißes. Auch aus Silikon. Das muss quasi weg, weil sonst geht es mit dem Rock nein, quasi gar nicht. Nein, das geht dann überhaupt nicht. Gut, jetzt haben wir das Ganze geklebt. Pisst mir trotzdem ziemlich an. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht gewusst, wie ich sie bestellt habe. Habe ich nirgendwo gelesen, dass das Silikonkleidung ist. Sonst hätte ich es wahrscheinlich eh nicht gemacht. Ja, dann kommen wir zum Schlimmsten von dem Ganzen, zum Kopf. To the face. Es war leider so, wie sämtliche Leute gepostet haben im Internet. Sie hat ein bisschen geschaut wie das Sid von Ice Age. Hi Sid. Hallo Manni. Nee, es ist keine schöne Statue. Was noch dazu kommt, abgesehen jetzt vom Gesicht, dass das scheiße war oder ist. Es ist auch noch zusätzlich, hat sie ja die Brille in der Hand. Es funktioniert auch nicht so wie bei den Produktbildern. Und was für mich auch noch ein sehr großer Kritikpunkt ist, deswegen habe ich hier auch das Maßband in der Hand. Sie ist doch deutlich größer, als eigentlich eine 1:6 ist. Weil wenn man ihre Körpergröße von 1,82 Meter, ich glaube 1,82 ist sie, dann wäre die deutlich kleiner. Wenn man jetzt nur von da aus geht, wo sie oben steht, dann sind wir bei 37, 36. Das heißt, sie wäre irgendwo 2,20 Meter groß, wenn man das umrechnet. Also sie ist doch eigentlich doch sehr groß geraten für eine 1:6. Dass es nicht auf einen Millimeter genau passt, ist mir eh klar. Aber ich finde trotzdem, sie wirkt deutlich größer als alle anderen 1:6. Na, weil
1:6 müsste sie dann ungefähr haben, 31, maximal 32 cm mit ihrer Körpergröße, also viel zu groß gemacht. Gut, finde ich jetzt nicht so schlimm, oh mein Gott, mich stört sowas jetzt nicht so unbedingt. Aber wenn man jetzt die Negativpunkte aufzählt, Kleidung ist scheiße, Gesicht ist schlecht, das mit der Sonnenbrille funktioniert so nicht, wenn sie wenigstens eine Knete beigelegt hätten, wie sonst immer. Der Körper ist ja wirklich gut. Ja. Nein, ich bin gerade ein bisschen fertig. Ja, schwierig. Leider ein bisschen ein Griff in die Hose gewesen. Ins Klo, nicht in die Hose. Ins Klo, ja. Ja, kann es mal passieren. Ist schade, aber was soll man machen, wenn die Produktbilder lügen? Wir versuchen von ihr recht hässliche Aufnahmen zu machen. Ich schaue mich da einfach an. Und lädt das Ganze ein bisschen mit Humor. Wer die Statue selber zu Hause hat und sie schön findet, ist natürlich okay. Aber wir haben dann doch bessere im Vergleich Preis-Leistung gesehen. Definitiv, weil für das Geld oder sogar für weniger habe ich schon qualitativ 3-mal so hochwertig gekriegt. Na gut, meine Lieben. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Von dem her soll es gewesen sein. Mach gerne einen Daumen nach unten für das Video da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Nee, das Video ist ja gut. Die Statue ist scheiße. Stimmt, Entschuldigung, habe ich jetzt verpasst. Also Daumen nach oben. Daumen nach oben. Abonnieren und bis zum nächsten Mal. You're up.